In China verkauft sich das Honor 7 wie geschnitten Brot. Auch in Deutschland können die Nutzer es gar nicht erwarten, das Gerät in die Hände zu bekommen. Ob das Gerät wirklich was kann, das schauen wir uns jetzt mal an. Hi, ich bin Marco von Curved und ich habe mir das Honor 7 geschnappt. Das gibt es im Moment in Deutschland noch nicht, das ist nur in China erhältlich. Deswegen war es bei der Einrichtung auch gar nicht so einfach, die chinesischen Schriftzeichen zu verbannen. Mittlerweile ist es aber auf Deutsch eingerichtet und man kann es benutzen. Ja, ich habe es deswegen hier, weil es in China schon ein richtig heißes Gerät ist und die Leute es dort den Verkäufern aus den Händen reißen. Es hat schon millionenfach Absatz gefunden. Ja, und ob das Gerät wirklich was kann, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Also wenn wir uns das Gerät von außen anschauen, sehen wir schon mal, das ist sehr solide verarbeitet hier. Die Rückseite ist fast komplett aus Aluminium. Oben und unten sind Plastikstreifen, das ist ganz einfach dafür da, damit die Antenne senden und empfangen kann. Kennt man ja vom iPhone zum Beispiel, die Striche. Ja, hier haben wir eine 20 Megapixel Kamera mit Blitz, einen Fingerabdrucksensor. Hier an der Seite ist der Schacht für entweder zwei SIM-Karten oder eine SIM-Karte und eine MicroSD-Speicherkarte. Wie man das haben möchte, kann man sich dann ja aussuchen. Dann haben wir hier eine Sondertaste, die kann man mit drei verschiedenen Funktionen belegen. Ich habe jetzt bei mir mal die Taschenlampe draufgepackt, heißt also, ich drücke hier drauf, schwupps, die Taschenlampe geht an. Auf der anderen Seite der Ein- und Ausschalter und die Lautstärkewippe und oben noch der Kopfhöreranschluss. Ja. Unten haben wir dann noch den Anschluss zum Laden und Datenübertragen und was aussieht wie ein Stereo-Lautsprecher, aber in Wirklichkeit ein Mono-Lautsprecher ist. So, schauen wir uns das Display an, ist 5,2 Zoll groß, löst mit Full HD auf, also 1920x1080 Pixel. Ist sehr hell, macht ein klares Bild. Hier oben haben wir noch eine 8 Megapixel Frontkamera, was da besonders ist. Es gibt auch dafür einen LED-Blitz, also Selfie-Fans dürfen sich schon mal auf das Smartphone freuen. Schauen wir uns die Software an, das fällt auch auf den ersten Blick auf. Es ist zwar Android 5.0 installiert, aber Huawei legt da seine eigene Oberfläche drüber, deswegen sieht es halt überhaupt nicht aus wie ein herkömmliches Android. Man merkt es auch hier, ist viel Bloatware installiert, wie zum Beispiel eine eigene Gesundheits-App oder im Ordner Werkzeuge findet man das, eine eigene Wetter-App, eine Spiegel-App, mit der man sich quasi über die Frontkamera hübsch machen kann. Ja, ein FM-Radio ist installiert. Was ganz spannend ist, gehen wir einmal kurz in die Einstellung, ist der Berechtigungsmanager. Da kann ich Folgendes machen. Ich kann meinen Apps sagen, auf was sie zugreifen dürfen und nicht. Zum Beispiel bei Gmail kann ich ihm sagen, er darf auf alle Kontakte zugreifen oder er soll mich vorher benachrichtigen oder ich kann es einschränken. Das ist eine Funktion, die ist eigentlich bei Android Lollipop von vornherein gar nicht eingebaut. Die gibt es dann erst mit Android M. Also da hat Huawei schon ein bisschen vorgegriffen, mitgedacht, finde ich eigentlich eine super Sache. Was wir sonst noch haben, wer ein normales Android-Smartphone hat, kennt das wahrscheinlich. Wenn man nach rechts wischt, würde man jetzt eigentlich Google Now aufrufen. Wenn ich das jetzt einmal mache, sehe ich hier aber einen Nachrichtenreader. Der funktioniert in Deutschland offenbar noch nicht, denn hier ist alles auf Chinesisch. Den könnte man sich jetzt im Prinzip einstellen, wie man möchte. Kann sich dann zu seinen Lieblingsthemen News anzeigen lassen, wie zum Beispiel Technik oder Sport. Der Nachteil in Deutschland ist halt bis jetzt, es funktioniert noch nicht. Ja, wenn wir uns die Kamera-App einmal anschauen, die bietet dann noch das ein oder andere Schmankerl, wie zum Beispiel einen Modus für Lichtmalerei, der ist ganz nett, da kann man dann ein paar abstrakte Bilder machen und was vielleicht auch noch Freunde des guten Essens freut, es gibt einen Modus für gute Lebensmittel, um halt seine Essensfotos schön auf Instagram darzustellen. Hier, wie ihr seht, habe ich ein paar Spiele installiert, unter anderem Real Racing 3, konnte da beim kurzen Anzocken jetzt nicht feststellen, dass es von der Leistung her irgendwelche Einbußen gab. Also das Gerät kommt mit einem 2,2 GHz schnellen 8-Kern-Prozessor und 3 GB Arbeitsspeicher, bietet also genügend Leistung, um halt auch anspruchsvolle Spiele einwandfrei zu spielen. Dass das Telefon dabei irgendwie heiß wird oder so, habe ich jetzt in der kurzen Zeit nicht nachvollziehen können. Kann natürlich nachher im Test anders aussehen. Zieht halt nur sehr am Akku, was, obwohl der 3100 mAh Stunden groß ist,
Das Gerät hat eine Schnellladefunktion, man kann halt in wenigen Minuten den Akku relativ schnell wieder auf Stand bringen. Ich habe es gestern Abend mal ausprobiert, habe es zu Hause an die Steckdose gepackt, wollte es eigentlich über Nacht laden lassen, also habe es um 9 Uhr eingestöpselt und um 10 Uhr war der Akku wieder voll. Da konnte ich es dann direkt rausziehen, war auch nicht verkehrt. Also wie lange der Akku jetzt letztendlich im Alltag durchhält, das müsste man dann nochmal im Test sehen. Bis jetzt macht er aber einen guten Eindruck und wie ihr seht, die Performance lässt im Moment auch nichts zu wünschen übrig. Ja, noch eine Sache, wer Apps wie die Google App oder YouTube oder Google Drive vermisst, weil er sie vielleicht irgendwie zum Arbeiten braucht oder sonst gewohnt ist, die zu benutzen, die gibt es ja ab Werk nicht. Die müsste man sich erst über den Play Store installieren. Also Huawei legt da schon Wert darauf, dass man das eigene Angebot nutzt. Wozu ich noch gar nichts gesagt habe, ist der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Der ist ein bisschen unscheinbar, aber eigentlich ganz cool gemacht. Also ich zeige es mal so. Man muss also mit dem Zeigefinger drauf kommen, mit dem Daumen wird es schwierig, aber was ganz cool ist, ich lege einfach den Zeigefinger drauf und schon ist das Gerät entsperrt. Also ich zeige es nochmal so, drücke auf die Entsperren-Taste, dann bin ich erst im Sperrbildschirm, müsste dann hier zur Seite wischen und meinen Code eingeben, den ich jetzt mal nicht eingebe. Und wenn ich hinten den Finger drauf lege, ist das Gerät sofort entsperrt. Man kann es mal mit dem iPhone vergleichen, das geht nämlich alles viel schneller. Beim iPhone müsste ich ja erstmal das Display einschalten und dann den Finger drauf und dann dauert es tatsächlich auch noch ein bisschen länger als bei dem Honor 7. Also noch einmal zum Vergleich, zack, entsperrt. Was ein bisschen blöd ist bei dem Fingerabdrucksensor ist, wenn ich das Gerät in der Hosentasche habe, denkt es, warum auch immer die ganze Zeit, mein Bein wäre ein Finger und versucht sich dadurch zu entsperren, vibriert die ganze Zeit und das zieht natürlich auch ein bisschen am Akku. Ja, das Honor 7 ist ein schön verarbeitetes Gerät mit einfachem Interface, bietet eine schöne Kamera, ist für jeden toll, der es gerne einfach mag. Wer seine Google-Dienste vermisst, der sollte lieber die Finger davon lassen. Mich persönlich hat eigentlich überzeugt der Fingerabdrucksensor, mit dem ich das Gerät sehr fix entsperren kann. Gleichzeitig stört mich aber auch der Fingerabdrucksensor, das ist ein bisschen paradox, weil er eben halt in der Tasche so ein bisschen verrückt spielt. Ich finde, da könnte Huawei noch ein bisschen dran arbeiten und dann ist es eigentlich für umgerechnet rund 380 Euro ein solides Gerät. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und vor allen Dingen abonniert unseren YouTube-Kanal. Ich sage jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht.